Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's sehr gut. In diesem Video machen wir mal etwas, was ich so noch gar nicht auf meinem Kanal gemacht habe. Und zwar werden wir uns zusammen Illusionen angucken. Ihr werdet denken, what the fuck? Es werden Sachen dabei sein, wie ihr eure Augen täuschen könnt. Was aber ganz, ganz wichtig ist, schaut euch das Video, egal auf dem Laptop oder auf dem Handy, in Vollbildmodus an. Denn da habt ihr den besten Effekt von diesen ganzen Illusionen. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie ihr es finden werdet. Ich will auch gar nicht mehr dazu sagen. Ich sage einfach mal, lasst euch überraschen. Macht mit, wenn ihr Bock habt. Weil es wird wirklich richtig, richtig cool. Und ich würde sagen, let's go! Fangen wir auch direkt mit der ersten Illusion an. Am besten machen wir das so, dass ich euch das Bild einfüge, dass ihr das nur im Vollbild habt. Ich werde nicht mehr zu sehen sein, ihr werdet mich nur noch im Hintergrund hören. Und ihr müsst genau das machen, was ich euch sage. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Schaut jetzt nur auf die Mitte, 30 Sekunden lang. Nur die ganze Zeit auf die Mitte schauen. Sind gleich fertig. Und guckt euch jetzt in eurem Zimmer um. Guckt euch um und guckt euch an. Oh mein Gott, es bewegt sich alles! Seht ihr das? Es bewegt sich einfach! Okay, das ist heftig. Das ist richtig, richtig heftig. Okay, das war schon richtig krass, wie sich das alles bewegt hat und so. Kommen wir direkt zur zweiten Illusion. Und zwar ist da gleich ein roter Punkt auf einer Nase. Und guckt euch diesen roten Punkt 30 Sekunden an. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Nach diesen 30 Sekunden kommt gleich ein weißer Bildschirm. Und ihr werdet dann sehen, was passiert. Guckt einfach auf den roten Punkt. Oh mein Gott, habt ihr das gesehen? Okay, das ist richtig heftig. Durch dieses Schwarz-Weiß, dieses Negative, kann man einfach auf diesem weißen Papier das Bild in Farbe sehen. Das ist so krass, was das Auge einfach machen kann. Ich finde das richtig heftig gerade. Okay, machen wir direkt weiter mit der dritten Illusion. Ich finde das gerade richtig, richtig geil. Und zwar müsst ihr 60 Sekunden auf die Mitte des Bildes gucken. Ich werde mal wieder nicht zu sehen sein. Am besten in Vollbildmodus. Am besten ist es, wenn ihr alles im Vollbildmodus macht. Guckt einfach die ganze Zeit auf die Mitte und dann schaut euch das Bild am Ende an. Okay, seid ihr bereit? 3, 2, 1. Immer auf die Mitte gucken. Keine Sorge, das sind jetzt irgendwie keine Sachen, wo man sich erschreckt oder so. Ich finde das richtig assi. Guckt einfach auf die Mitte und dann mal gucken, was dann passiert. Boah, das ist richtig schlimm. Ach du Scheiße. Ja. Okay, gleich haben wir es geschafft. Boah, manchmal flippt das richtig aus. Und? Oh mein Gott! Seht ihr dieses Bild? Es bewegt sich einfach! Oh mein Gott, guckt euch einfach mal, guckt euch einfach mal in eurem Zimmer um. Es bewegt sich alles! Meine Augen. Machen wir direkt weiter mit der nächsten Illusion. Und zwar ist es ein Bild mit ganz vielen Strichen und ihr seht vielleicht ein paar Punkte. Und ihr habt die Aufgabe, schaut in die Mitte des Bildes, also genau in die Mitte, und zählt dann die Punkte. Ihr werdet sehen, es ist nicht möglich. Es funktioniert einfach nicht. Die ganze Zeit verschwinden die anderen Punkte. Also wenn ich jetzt mal drauf gucke und nur in die Mitte gucke, dann zähle ich 2. Und zwar die daneben, aber es sind viel, viel mehr da und es ist so, so schwer.
alle zu zählen. Vielleicht kriegt ihr es ja hin. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie viele Punkte ihr gezählt habt, wenn ihr auf die Mitte geguckt habt. Okay, die nächste Illusion ist richtig heftig. Und zwar seht ihr hier ein Schachbrett, denke ich mal, mit einer Kugel darüber. Und so, wie es aussieht, wirft es einen Schatten nach unten. Und ihr seht, es sind zwei markierte Felder, und zwar einmal A und einmal B. Und wie ihr seht, oder wenn ihr genau drauf guckt, seht ihr, dass A eigentlich dunkler ist als B. Aber wenn man das ganze Schachbrett komplett weiß macht, außer A und B, seht ihr, dass A und B einfach die gleiche Farbe haben. So, hä? Hä? Guckt euch gerne nochmal an und ihr werdet sehen, okay, eigentlich ist B heller. Durch diese Täuschung. Es ist so krass. Okay, die nächste Illusion ist relativ bekannt eigentlich. Und zwar seht ihr jetzt gerade ein Goldfischglas und ihr seht da drin einen Goldfisch natürlich. Konzentriert euch mal nur auf das Auge des Goldfisches. So ungefähr 30 Sekunden lang. Und gleich erscheint ein leeres Goldfischglas und durch die Illusion müsste eigentlich der Goldfisch in dem leeren Goldfischglas zu sehen sein. Mal gucken, ob es funktioniert. Echt anstrengend. Okay, so langsam. Oh mein Gott. Es sieht einfach aus, als ob das Orangene gerade blau wäre und der Goldfisch einfach im Glas ist. Was? Okay, kommen wir auch schon zu der letzten Illusion. Und zwar müsst ihr da auch die ganze Zeit auf den roten Punkt gucken. Ich glaube auch so um die 30 Sekunden. Und dann schaut ihr euch wieder in euren Zimmer um und gucken, was dann passiert. Okay, einfach auf den roten Punkt gucken. Es ist so verwirrend. Boah! Okay, seid ihr bereit? Wenn ich runterzähle, bei 1 guckt ihr dann in euer Zimmer, okay? 3, 2, 1. Oh mein Gott! Seht ihr diese Streifen? Und manches plustert sich so auf, manches geht wieder zusammen. Ey, das sieht so krank aus. Ich komme mir richtig dumm vor gerade so. Ich würde dann aber auch sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe natürlich, dass euch das Video gefallen hat und dass ihr auch diese Illusionen gesehen habt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr am krassesten fandet. Wenn ihr gerne mehr solcher Videos haben wollt, dann gebt dem Video einfach mal einen fetten Daumen nach oben. Dann sehe ich, dass es euch gefallen hat und dann werde ich es gerne mal öfter machen. Und ich würde sagen, wir sehen uns ganz bald wieder und habt alle einen wunderschönen Tag.